the power of the dark side. Einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kopf. Das heißt, das wird dich erlocken. Davon gehe ich aus. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Onkel Schrift, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Del? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pelio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Del. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pelio war Del auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Ja. Ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Triff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar.
Atulana hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvids. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Clef sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvids längs als der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Keine Sorge, Mom, hab eine Menge von dir gelernt. Schuld, wer fliegt schon so alte Kisten? Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schießt, ist gefährlich. Schön! Transporter fast leer. Labs-Truppen verschleppen anscheinend Atulana und bringen sie auf die Transporter. Sei, hilf mir bei den Kopfblüten. Ich folge dir.
meinem Projekt Wiederbelebung. So nennt es Glenn. Ich nenne das Kind beim Namen. Schwarzhandel. Konvoi zerstört. Sie entführen heute niemanden mehr, Lima Kai. Glauben Sie? Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Sie gehen nirgendwo hin. Wir müssen sie aufhalten. Chris, zieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann schalten wir die Triebwerke aus. Roger. Dann mal los. Bisschen dauert's noch!
Aber pass auf, Lima Kai kommt zurück zu dir. Ich erledige ihn. Du fliegst jetzt zurück in Sicherheit auf die Corvus. Ja, Ma'am. Kennen Sie Atula? Der Planet ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wohin Clef die Kinder schickt, aber sie tut ihnen mit Sicherheit einen Gefallen. Ionenimpuls! Gute Idee. Das deaktiviert die Bomben, bevor sie explodieren. Lassen Sie das! Hol mir die Fregatte. Mom, warte. Es ist vorbei. Die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass alle unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja, aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Clef hat Del abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie.